So, ihr Lieben. Es ist immer noch der Anreisetag. Ich zeige euch das Haus. Das Haus ist mega. Also so hätte ich es mir nicht mal erwartet. Hier haben wir das Zimmer von Nadine und Sven. Afrika ist da. Das Afrika-Zimmer, genau. Und das Einhorn im Hintergrund. Das ist wichtig. So, dann haben wir hier nochmal einen Schrank. Hier ist auch irgendwie an alles gedacht. Hier liegen sogar Fahrradhelme für Kinder rum. Wie geil ist das denn? Ich kann von meinem Fahrrad auch mein Einhorn gucken. Hier haben wir Waschmaschine und Trockner. Hier wird dann meine kleine Schwester, wenn die nächste Woche kommt, wohnen. Hier ist das Badezimmer. Das ist wirklich ganz süß gemacht. Und hier unten, ach, sind auch noch ganz viele Handtücher und so. Die Dusche ist schön mit solchen Natursteinfliesen da unten. Hier haben wir eine Lotta. Hier ist die Toilette. So, und dann ist hier ein schöner Schuhschrank. Dann geht es die Treppe rauf. Und noch eine Treppe. Und dann ist hier das Esszimmer mit unserem Klopapiervorrat. Das Wohnzimmer. Und das geht in so eine Galerie über. Da ist jetzt zu, weil es uns da oben so warm ist. Hier ist die Küche. Und hier ist eine mega große Dachterrasse. Da ist das Meer. Also, das ist schon ein schöner Ausblick. Zum Wasser gehen wir da so lang, links runter. Da waren wir gerade eben schon einmal mit den Hunden. So, das ist irgendwie immer noch nicht alles. Dann, ach so, ja. Geht's hier noch weiter? Das hier ist unser Zimmer. Marilyn Monroe Zimmer. Und noch ein Bad, was so ziemlich genau das gleiche ist wie unten. Und noch ein Klo natürlich. Dann gehen wir weiter nach oben. Nach noch mehr oben. Und hier werden die Kinder schlafen. Hier haben die ordentlich Platz. Isabel wird es nicht gefallen, dass die Betten so weit auseinander stehen. Ja, das ist schon echt ganz cool. Von hier kann man dann noch ins Wohnzimmer gucken. Das war die Roomtour. Der Pool mit dem Whirlpool und so weiter, das ist da hinter dem Haus. Also wir müssen dann halt von hier an dem anderen Haus vorbeigehen, durch den Garten, aber wirklich ein richtig schöner Garten. Und der Pool, den haben wir uns eben schon mal angeguckt und angefühlt. Der ist beheizt. Also die Sorge, die wir hatten, dass es hier irgendwie zu kalt ist, um ins Wasser zu gehen, die ist unbegründet.
So, die Hunde waren eben schon einmal im Wasser, deswegen habe ich die eben draußen schon mal so ein bisschen sauber gemacht. Ich hoffe, die sind jetzt trocken. Dann kann ich die mal reinholen. Ja, der Vermieter ist wirklich super nett. So, wir packen jetzt erstmal aus. Und ja, ich sehe etwas derangiert aus. Aber wir sind ja auch schon eine ganze Weile auf dem Bein. So, also bis später. Jetzt machen wir uns mal auf den Weg zum Pool. Hier ist übrigens der Whirlpool. Oh Gott, der ist so heiß. Der hat 38 Grad. Was? Du hast den Kanal noch nicht abonniert? Dann aber los!